Grüß Henk, es ist wieder mal soweit. Es ist Heigerzeit. Böse Zungen behaupten ja, Hans, du Trottel, bist ja viel zu spät dran mit den Heigen. Die Nachbarn sind schon fertig. Du hast nicht einmal ein Sänksen gewetzt. Aber du, Eile mit Weile, wie heißt's? Gut Ding braucht Weile. Ich bin heuer deswegen ein bisschen später dran, weil der Winter doch relativ winterig war. Im April teilweise noch Schnee auf die Felder, im Mai bin ich noch mit der Kappen rumgelaufen. Da brauche ich doch bitte gar schon im Juni jetzt keinen Stress machen. Aber jetzt sind die Gräser schön da, alles schön ausgeblüht. Und jetzt starten wir mal. Gewisse Stellen musst du halt mit dem Motor mal rein. Du könntest schon jetzt da links mit dem Traktor rein schindern. Aber hinten ist es auch wild, das habe ich auch mal probiert, dann hat es mir fast ausgehoben. Deswegen Safety first. Motor mehr starten, ein bisschen mehr schwitzen, aber dafür bleibt der Traktor am Leben. Ja. Natürlich! Der intensive Milchbauer, der wird jetzt sagen, in Gottes Willen, was ist denn das für ein Trottel, der lässt das Futter so hoch werden. Ja, natürlich, wenn du jetzt Milch lieferst, ist dieser Großstand zu hoch. Ja, weil wenn du auf Eiweiß gehst, ist es halt nicht mehr so. Aber ich tue jetzt seit einigen Jahren eben so hoch auswachsen lassen, siehst du da, schau die Graseln. Jetzt sind sie im Prinzip ausgewachsen. Die Rotkle sind auch schon, siehst du, da. Ich mache das jetzt seit einigen Jahren und die Viecher fressen das Derbien gern. Es ist auch für den Boden alles ganz gut, siehst du, wenn alles ausblüht. Wenn du da Großsamen wächst du nächstes Jahr wieder, brauchst nicht so viel nachsehen. Klär super da. Weißt du, ich vergleiche das immer ein bisschen so mit einem guten Rindfleisch. Sicher, ein 12 Monate altes Jungrind ist ein super Stückchen. Gell? Wenn du es in der Pfanne hast, super. Gell? Aber ein 30 Monate alter Ochs, den du schön 3-4 Wochen hängen hast lassen, der hat fast das bessere Steak beieinander. Ja, und ich mache jetzt quasi da einen 30 Monate alten Ochs aus meinem Hai. Was da oft ein bisschen gefährlich ist bei uns, wenn es groß so hoch ist. Die letzten 2 Jahre habe ich fast ein Rehkitz geputzt. Immer im letzten Moment. Haben wir es noch da rettet. Heuer, ich sehe wohl Spuren, aber der Jäger sagt, nein, das sind nur die Hirsche, die was auf den Kleokaue gehen. Ich habe jetzt noch kein Rehkitz erblicken können, auch keine, ja weiß ich nicht, die Mutti auch nichts da, kein Gas. Das ist natürlich die Gefahr, wenn es so hoch ist, gell, die Rehkitz, die verstecken sich. Aber wir hoffen nochmal, dass es diesmal woanders ist. Die Hauptarbeit übernimmt Scheimelberg. Scheimelberg, wir haben es eh vorher gesagt, schon einmal angeschaut. Ja, das sind die Klingen auf Scheiben oben und die drehen sich so ineinander, also immer zwei und zwei zusammen. Da ist schön gewitzt, schau, mit der Flex. Natürlich, wenn du jetzt angreifst, kein Problem, aber im Einsatz dreht sich halt hoch mit 540 Umdrehungen in der Minute, kommt schon was zusammen, dann schien er weg. Ja, und damit es beim Zaun schön zugeputzt ist, kommt dann die Sänksen in Einsatz. Gut. Die richtige Sänksen habe ich vor 4 Jahren ausgetauscht, gell, gegen eine motorische, elektrische, mit Benzinantrieb. Geht ein bisschen schneller. In den letzten Jahren hat es sich ja so eingependelt, dass ich immer selten auf den Traktor komme. Gut, einerseits der Nachwuchs, ja, wir haben auf die Maschinen, lässt natürlich haue. Und in der Folge heute, ja, wo der Junior in der Schule ist, freust du dich schon. Ja, auf dem Traktorradio ein nix. Dann jammert der Altbauer wieder um, dass er nicht ein Wehchen hat. Weiß ich nicht, Kreuz wie Hüften, wie Knie, irgendwo. Hat jeden Tag eine andere Ausrede, dass er nicht mehr da Sänksen gehen muss. Aber gut. So, jetzt mal rein für die Stadtleute, siehst du, das Mähwerk hinterlässt jetzt an das Große in Moden. Wenn du dann Aufbereiter hast, dass es bei mir hinten so ein Gerät gibt, das was ist groß, ein bisschen aufstrahlt, dann ist es ein bisschen lockerer. Wäre jetzt vielleicht gar nichts blöder, weil du dir dann schon einen ersten Arbeitsgang, das erste Kreiseln ersparst, weil schon ein bisschen aufgewackelt ist, aber ist halt einmal so, diese Moden müssen wir nachher als nächstes kreiseln. So ist es wieder ein schönes Gefühl, gell, wenn du schön zugemacht hast. Gut, blöderweise, zu überreichen muss ich den Gatsch auch noch. Apropos Sänse, natürlich können wir Bauern auch mit der Sänse machen. Meistens bockt man die aber nur aus, wenn die Urlauber da sind, gell, dass die mal nicht mit tun. Aber aufdenken darfst du nicht, gell. Schau dir mal an die Leute da hinten. Vor 100 Jahren
hast du das ja alles mit der Sänkse machen müssen. Die ganzen Wiesen noch. Man klar, da hast du ja noch ein paar Knechte und 20 Kinder gehabt. Da ist es leichter gegangen. Ja, und heute überlegst du, einen neuen Traktor kaufen, einen neuen Mähwerk kaufen, damit man schneller ist beim Heigen. Weil immer wieder, wenn ich nie wieder so einen Traktor zeige, eine Grundsatzdiskussion aufkommt, wo ist das mit dem scheiß John Deere Traktor? Ja, man, das ist jetzt keine Liebesheirat gewesen, den hat der Altbauer hat den gekauft, weil er da die zwei Vertreter, das waren seine windigen Teufel, die haben halt komplett niedergeredet. Am Anfang wahrscheinlich, also muss man schon sagen, da die Reifen, da haben sie ein chinesisches Klumpe da getan, die sind gleich mal hingewiesen, haben einen Mulzer geschert gehabt. Dann war ich da beim hydraulischen Stärkgerät auch gleich mal was hin. Ja, aber du, mir ist im Prinzip wurscht, wo es vertragt, er muss ja Arbeit machen, mittlerweile passt es eh, er braucht wenig Sprit. Wir fahren da mit 4-5 Liter in der Stunde, das passt eh. Für die Größe, was wir sein, was wir haben, ist das schon in Ordnung. Und sehe ja irgendwann einmal Flieger, aber dabei noch geht, weil ich kann austauschen, nicht, weil ich schon drum. Also rehmäßig schaut es gut aus. Wir haben nichts gefunden, wir haben extra geschaut. Ich habe die Gerti auch mitgenommen, habe ich gesagt, Gerti, schau dir mal, ob er Rehkitz ist, aber das ist da hinten abgebogen, der geht lieber im Bach heute, das ist halt bei der Hitze. Apropos Arbeitskräfte am Bauernhof, wie ich früher gesagt habe, früher hast du eine Knechte und 20 Kinder gehabt. Ja, wenn du heute schaust, heute machst du im Prinzip alles mit zwei Leuten. Im Extremfall machst du sogar allein. Ja, wenn du allein vorher, einen Tag vorher die ganzen Randarbeiten machst, Mann, kommst du da mit zwei Leute ist schon optimal. Aber sonst, mehr brauchst du heutzutage nicht mehr. So, jetzt bin ich fertig mit Nummer, Mann. Dann holen wir mal einen Kreisler, dass da haben wir auch mehr auf den Traktor aufgekommen. Und diese Arbeit übernimmt die Maschine. Da musst du genau sein bei der Einstellung. Mal mit dem Oberlenker. Da ist mit dem John Deere fast ein bisschen besser. Aber der John Deere ist ja momentan im Einsatz. Schon passen, gell? Jetzt liegst du vor da! Jetzt werden wir noch geschwind da die eine Mode noch aufkreiseln und dann hat die Sonne einmal einen Job. Eventuell, dass ich den späten Nachmittag noch mehr kreisel und dann schauen wir mal, ob wir morgen auf Nacht schon was machen oder übermorgen. Dabei heißt es abwarten und Holersaft trinken. Der Maschinist richtet dabei den Ladewagen her. Wir haben wieder einen Haufen Schmiernippel, die gewartet werden, dass man sie schmiert, ne, wie ich schon der Name sagt. Was weiß ich, wie viel das sind, ganz viel. Und natürlich Messer auch ein bisschen schleifen. Weißt, wir haben da in diesem Ladewagen 30 Messer. Das brauchen wir natürlich nicht, aber 4 Messer lenken wir beim ersten Schnitt eine, damit es heuer ein bisschen schön aufgeschnitten ist. Ne, nicht ganz so starr. Ja, schöne Arbeit. Schön schmierig. Ein neuer Tag. In der Zwischenzeit hat der John Deere einen Kreisler übernommen, weil du mit denen halt doch besser ein bisschen alleine fahren kannst, ohne Bauchweh, gell? Ohne dass man sich überlegen muss, haut's mich um, haut's mich nicht um, weißt du auch nicht so recht. Ich arbeite noch früh aufgestanden, da hinten, wenn du schaust, da, schau, schön. Bin ich schon eineinhalb Stunden rumgegangen, alles schön gerochen. Und jetzt sind, weil ich einmal kreiseln, gestern haben wir zweimal, es ist noch nicht ganz dir. Schauen wir mal, jetzt kreiseln wir mal, und dann schauen wir mal, wie der Franz Beckenbäumer so schön gesagt hat. Ja, wir haben Gott sei Dank nicht viele steile Leitungen. Ne, du. Ja, Bichl ist ein bisschen. Aber siehst du, ich fahre mit Traktor rein. Also am Bergbau, am richtigen Bergbau ist nichts gut. Weil du oft schaust, was die für Maschine brauchen. Um. Bekannter von mir, den hast du diese Dinger, die du hast ja nicht die Muli. Die Muli ist schon arschteuer. Die hat sich jetzt allein so einen Mähtrakt gekauft. Das ist ein Klumpet, was da oben sitzt, nur maß, kostet 90.000 Euro.
fragst ja, wie es sich ausgeht. Was das auch immer teurer ist, ich habe depperten Maschinen. Von dem her bin ich schon froh, dass ich meins weggebe. Das ist halt im Steilen, gell? Da musst du mal ein bisschen schauen. Das Filmen ist vielleicht jetzt nicht die gescheiteste Idee. Einfach in Euro deine tun, auch jetzt schon, gell? Jetzt kreiseln wir eher mit einem langsamen Tempo um. Da ist immer schön Zeit. Und vom Spiel her dürften wir vielleicht Nachmittag um 15, 16 Uhr vielleicht anfangen können mit dem Einfahren. Jetzt bin ich einmal rüber gefahren, ganz mit wenig Umdrehungen. Ein bisschen das Futter aufstellen. Es ist kurz vor dem knusprig werden. In einer Stunde fangen wir uns an zusammenschlagen. Hinten drüben, in einem Bücher können wir schon zusammenheigen. Und da ist noch nicht hundertprozentig, aber zu 80% schon trocken. Ja, es ist, wie gesagt, 80% reicht aber für uns ein Fall. Wenn ich jetzt mit der Bollenpresse komme und Heilbollen machen würde, dann ist es noch zu wenig trocken. Weil du musst ja wissen, beim Heilbollenpressen, das ist ja ganz eng. Dann kannst, wenn da eine kleine Feuchtigkeit drinnen ist, dann ist da von innen außer, kannst du da Schimpeln anfangen. Aber wir fahren mit dem Ladewagen und dann mit dem Gebläse. Für das passt das perfekt. Und so wie es ausschaut, werden wir das heute alles verrahmen können. Ja, kommt's vor, da jetzt den Heilverteiler rein. Meine, es gibt so gute Ladewagen mit so Dosierwalzen hinten, ne? Aber, ja, Wackermut. Andererseits, du, ein paar Mal ja eine schwitzen. Vom Zeitaufwand her sind wir ja fast gleich schnell, wie wenn wir eine Maschine da hätten. Und da gibt es natürlich noch bessere Varianten, das war ein Heilkran. Dann müssen wir alles umbauen. Aber wir haben eh Heilkran, dann brauchen wir nicht mehr oben. Super. Ein super Heilverteiler. Da ist Futter kommt da. Über einen Verteiler auf. Hat staubige Angelegenheit, gell, schau da. Los, da schön! Naja, also von unten auch. Und da gibt es früher mal aus der Rumpen Tennisgebläse, ich hab ein kleines, weiß ich noch. Das war noch grausiger, aber da hat sich nur gestaubt. Aber so ist es eigentlich erträglich, nicht? Du bist eh meistens draußen. Jetzt bin ich eigentlich nur zum Filmen hinten und der fährt den ganzen Haarstock ab und verteilt das Futter da schön. Jetzt ist es noch leer. Und hoffentlich ist am Ende des Sommers alles voll. Tag 1 der Heuernte läuft super. Mittlerweile lade ich gerade die 6. Futter. Wenn wir heute schön reinkommen, das Heu ist wirklich knusprig. Knusprig wie ein Popcorn, nicht als liebende Viecher. Und ich mache jetzt gerade ein heißes Wettrennen. Meine Überlegung ist, ich fahre mit einem Rechtskurven, weil ich links anhalten und innen überholen. Schauen wir, ob ich es schaffe. Schönes Wetter haben wir auch. Das ist es. Ein Bock nicht ganz, ne? Dann einen aufgeputzten Motor, dann Schiff drinnen nach vorne, habe ich keine Chance.
nicht Pick Up. Pick Up heißt deswegen Pick Up, weil es abpickt, ne? Klar. Und da kommt es auch rein und hat mir so eine Hinterspur. Das ist jetzt das 10. und das letzte Futter heute. Oh, war ein guter Tag, gut ist gegangen, nichts ist geschehen. Jetzt haben wir das noch fertig rein in den. Und morgen geht es auf die Alpen. Und wenn das Wetter passt, machen wir weiter. Mittlerweile sind ein paar Tage vergangen. Wir haben heute Montagmorgen. Ich wollte eigentlich jetzt an gestern auch schon filmen, aber gestern ist nicht gegangen. Gestern war ich grantig. Und zwar aus einem einfachen Grund. Mein Plan war ja Sonntag in der Früh. Da tun wir mal an. Ja, da gehen wir Gas, 6 in der Früh. Klesch mal alles nieder, die ganze Hurm. Ja, weil ja, Samstag haben sie Regen gemeldet. So, jetzt ist Samstag. Samstag, Mittag, 30 Grad, blauer Himmel. Um 13 Uhr sind die ganzen Nachbarn gefahren mit dem Mähwerk und haben nach hingeschliffen und gemacht, dass es leiser gekracht hat, rund und mit um hast du alle Traktor sind gefahren, alle Maschinen, der einzige Haus nicht. Jetzt ist um 14 Uhr, meine Mappe schon vor der Haus, die auch schon nervös waren, vor lauter alle meint, nur mir meint nicht. Aber ich hab gesagt, nein, es kommt noch ein Regen. Ein Regen ist noch angesagt. Das ist auf mein Wetterdings. Gewitter, 15, 16 Uhr. Jetzt war 16 Uhr, blauer Himmel, 32 Grad. Jetzt ist natürlich der Hans auch ein bisschen nervös geworden und dann habe ich mir irgendwann um 16.30 Uhr gedacht, da geht ich harsch. Jetzt lassen wir die Seiten hinten nieder. Ja, alles niedergeklatscht. Das niedergeklatscht. Volle Programm, 5 Stunden Matt bis 22 Uhr. Um 23 Uhr regnet es. So, man, danach, grundsätzlich muss man wissen, Regen ist nie gut fürs Futter. Ja, wenn das Futter da ist, da werden die Nährstoffe ausgewaschen. Wir haben es noch halbwegs gesehen, ein bisschen ein blaues Auge haben wir noch gekriegt, weil ich habe es ja noch nicht gekreiselt. Es ist da in einer bloßen Maden hingelegen, so wie da unten. Also wenn du machst, dann ist ja da diese, dann bleibt es so Maden hinten. Jetzt hat es in diese Maden reingeregnet und das ist dann eh am nächsten Tag wieder schön trocken geworden. 6 Liter haben wir rein. Also hinten drinnen, ein paar Kilometer weiter, sind 23 Liter Regen gekommen. Wir haben Gott sei Dank eh nur 6 Liter gehabt. Es war gestern eh wunderschön trocken. Vollgas heiß, es hat eh, da hinten, da siehst du eh, da hinten, da die Moden, siehst du eh. Da hat es eh schön getrocknet. Mein Plan ist ja, dass wir das heute eventuell heigen. Ich habe da auf Nacht, schau, nach dem Kreiseln, extra nochmal mit dem Schwader schönen Moden gemacht. Das hat den Grund, weil in der Moden ist das heuer ein bisschen geschützter, falls dann wirklich nochmal so ein geschissenes Wetter kommt, dass es ein bisschen geschützt ist. Das ist ja allgemein das Problem heutzutage mit dem Wetter. Früher mal habe ich Zeitung gelesen, oder ein Bauernkalender, hat gesagt, ja, jetzt machen wir, jetzt zeigen wir. Ne? Jetzt kläschen wir es nieder. Mittlerweile ist es ja so, dass fast jeder Wetterfrosch, der irgendwo im Fernsehen rumgekaut, eine eigene Social-Media-Seite hat. Der eine Typ hat auf Facebook eine, wichtelt was daher, der andere ist auf Twitter, wichtelt was daher. Ja, jeder redet irgendwas anders. Und der größte Blödsinn sind ja diese ganzen Apps. Ja, mittlerweile sind ja tausende Apps, ja, sogar die 80-, 90-jährigen Rentner sind in der Lage, Wetter-Apps anzuschauen und dann kommen sie daher. Ja, sagen sie, ja, da ist ja auf der einen App ist eine 80-prozentige Regenwahrscheinlichkeit, da ist eine 60-prozentige, auf der App aber nur 15%. Nehmen wir die mit 15%. Alter, wir haben das gleiche Wetter. Ja. Ich habe natürlich die bessere App, aber hat mir ja keiner geglaubt. Zumindest hat es dann geregnet. Ja, aber gut. Gestern, wie gesagt, schönes Wetter, es hat schön geniert. Ich habe dann als Zugabe gestern noch da unten das eine Feld auch niedergeklatscht. Gestern war überhaupt so ein Tag. Dann habe ich da unten noch mit dem Motormeer umgemacht. Dann fünfmal mit dem Motormeer ist so ein Stachelrad irgendwo am Boden beim Zaun gelegen. Dann jetzt mal mit den blasen Händen meine Hände schauen aus. Weiß ich nicht, das wie, keine Ahnung. Nach einem Faustkampf mit einem Krampus, der was noch Stachelradrouten hat, irgend sowas. Weiß ich nicht, geschissen halt. Also es war nicht mein Tag gestern. Der heutige Tag soll aber schöner werden. Wir haben heute 35 Grad, morgen 36 Grad. Und da hoffe ich einmal, dass wir die Hurm jetzt komplett aufheigen. Na gut, den Biegel da nicht. Der Biegel da hinter mir, das ist das einzig Steile, was ich mit dem Motormeer machen muss. Das ist quasi die Zugabe, mein Zuckerle für danach. Heute wird jedenfalls mal gekreiselt, dass es leiser rauscht. Übrigens siehst du eh da, vom Großbestand her super. Ich habe im Frühling, habe ich mir nachgesaut. Alles pipapu, wunderschön aufgegangen. Man sieht da unten Untergräserklee, alles da. Wunderschön, ein bisschen fuchst es noch. Beim Lindner steckt der Gang. Da ist mein Mitarbeiter jetzt gerade drinnen in der Werkstatt.
Schaut, aber das irgendwie wird nicht so schlimm sein. Jetzt ist es die Türen vom Kreisler und dann hoffe ich einmal, dass wir um 15 Uhr vielleicht einmal ein paar Futter einfahren können. Früher, mir war es ja üblich, dass du Schäber machst. Da sind die Knechte und alle aufs Feld haben, da gab es so eine Haufele gemacht, dass das Futter dann innen schön geschützt ist. Was man vielleicht noch erwähnen kann, einmal, du siehst meine Himalaya relativ hoch, nicht? Siehst du das? Früher war es ja so, die Altbauern, die alten Deppen haben mich da niedergemacht, dass da nur mehr so 2 cm, so hoch ist groß war. Ne? Wenn du da bloß wie drüber gegangen bist, hast du ausgeschaut, ist, wie wenn es über den Nagel gegangen war, komplett aufgeblutet die Fußsohlen. Meine Wiese ist so, ich mache so hoch, dass man nachher mit bloßen Füßen angenehm drüber gehen kann. Der Sinn ist das, dass einfach die Grasnarbe besser geschützt ist, wenn es nicht ganz niederbrennst, dass schon noch ein bisschen was da ist. Es kommt dann, es wächst dann schneller nach. Wenn Trockenheit ist, brennt es auch nicht so schnell. Einfach ein besserer Schutz. Besser für den Boden und für die Grasnarbe halt. So, jetzt haben wir durchgekreiselt, dass der so gerauscht hat. Jetzt knuspert es wie eine Pommes frites im Schwimmbad. Haben wir einen Laderwagen zu. Haben wir extra heuer so einen Bock gekauft. Hey, Alter! 900 Euro der scheiß Trikot. Für die nicht Landwirte, lasst euch die Zopfen. Zopfen, sagt schon der Name, Savön, mit einem Zopfen. Der ist dann verbunden mit dem Traktor. Und wenn das quasi eingeschalten ist, dann rät sich da hinten ein Ladehuhn mit dem Pickup und alles. Werde im Bord entziehen. Dann haben wir da noch ein paar Schleich. Das da. Das klappt mein Pickup auf oder ab. Und die zwei sind für den Kratzboden. Läuft wie geschmiert. Dann starten wir wieder mal. Der Ladewagen hat Platz für 28 Kubik. Aber ich sag immer, wenn du nicht mindestens 40 Kubik geladen hast auf den, dann hast du falsch geladen. Ja, natürlich muss man auch den Nachwuchs fahren lassen, damit sie es alle lernen. Ich sag nur, 40 Kubik haben wir nicht erreicht. Gell? Und am wichtigsten ist ja, dass man hinterisch fahren lernt beim Ladewagen. Gell? Vorderisch fahren kann jeder Docker. Es geht eh nicht so schlecht, gell? Ich sag immer, die Erfahrung ist noch nicht so da. Aber es wird schon. Jetzt haben wir Nummer 11. Es ist kurz vor 7, ein bisschen was tun wir heute noch. Den Rest machen wir morgen. Schön einmal dahin. Übrigens, was mir jetzt aufgefallen ist, ich kann mit meinem Traktor Vollgas fahren da auf dem Weg. Da hupfe ich weniger. Das wird mir beim Tanken. Nicht? Der Vormittag bin ich tanken gefahren, gemeine Straßen. Hey, da bin ich oben mit dem Schädel auf der Ecke fünfmal angetuscht. Halbe Gehirnerschütterung, aber da auf meine Wege, du. Besser beieinander als jede gemeine Straßen. Oder die gemeine Straßen ist schlechter beieinander als mein geschissener Schulterweg, so kann man es auch sagen. Es ist jetzt 21 Uhr, wir haben den 18. Ladewagen in der Reisen. Meine Mitarbeiter haben schon auf der Gewerkschaft gefragt, aber Gott sei Dank haben wir in der Landwirtschaft keine Gewerkschaft. Ich sage immer, ein Bauer hört nicht auf, wenn er miert ist, ein Bauer hört auf, wenn er fertig ist. Vor allem, das Schöne ist ja, jetzt an der Nacht, scheint die Sonne einmal, da ist nicht so heiß, es ist so ein angenehmes Arbeiten. Pipi fein und heute ist kein scheiß Fußballmensch. Sechs ihr, du, sechs ihr. Es gibt ja nichts Schöneres als ein frisch gehäcktes Feld, gell? Gut, da herum ist noch ein bisschen was da. Das haben wir gestern zusammengeschlagen noch, dass es ein bisschen geschützt ist. Ja, heute Safer Day. Wetterbericht habe ich gehört. Der heißeste Tag des Jahres. 37 Grad.
wolkenloser Himmel und die Sonne, die brennt, haben sie gesagt, die Wetter frisch. Wehe, das stimmt nicht. Und dann kommen wir mal raus und fischen wir so einen Kasperle her. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir das heute ist nicht mehr so viel. Da ein bisschen, da ein paar Fuhr, da hinten ein paar. Die Hauptarbeit haben wir gestern erledigt. Und dann werden wir das heute schon auch noch schaffen. Na gut, das Futter ist zwar super. Jetzt zeigt mir plötzlich mein depperte Wetter eben um 18 Uhr Regen an. Das heißt, Gaspedal durchdrücken und schauen, dass wir fertig werden. Heute geht der Wind so wunderschön. Jetzt müssen wir im Konvoi fahren, wir sind verbladet die ganzen Monen. Ich kann heute nicht einmal überholen den Traktor von mir. Das ist jetzt das 10. und das letzte Futter für heute. Mittlerweile fühlt sich der Haarstock ein bisschen. Ich glaube, wir werden über Winter kommen. Ja, mehr oder weniger habe ich aufgehört. Jetzt habe ich nur das da. Nächsten 3 Tage regnet es. Danach startet der Motor mehr. Dann bloß mal den Biech klar, aber da sind eh nur mal 2 Ladewagen. Das ist ja quasi ein Nachspeis. Aber jetzt gehen wir meinen letzten Rest an. Da im Biechel. Ein Teil geht mit dem Traktor zum Mann. Da sehen ich und ich, wir haben geknobelt. Wer darf mit dem Traktor mahnen? Und wer muss den Rest mit dem Motor mehr anzwickern? Wie ihr vielleicht erkennen könnt, ich sitze nicht am Traktor. Ich muss jetzt den Motor mehr starten. Der Motor mehr ist jetzt schon sehr alt. Mit dem hat schon mein Großvater auch mal fuhrwerkt. Es ist immer so eine Frage, gell? Du hast den Weg gekauft, nein. Aber ich muss jetzt ehrlich sein, 2 Jahre bloß ich den Biegel damit an. 2 Jahre fahre ich mit dem Zaun runter mit um und dann Nein kaufen. Hey, nein! 10.000 Euro aufwärts. Wenn du willst, kannst du sogar 20.000 zahlen für so ein Nein. Nein, das. Da holst du lieber 2 Jahre mit dem Biegel um. Da hilft dich genug und der macht das ja ganz brav. Jetzt ist es fertig, jetzt gibt es 2 Optionen, entweder sofort überrechnen, was eher die blödere Option ist, weil das Futter ist nass, nicht schwerer. Wir lassen jetzt 24 Stunden das Futter ein bisschen da liegen. Dann ist es ein bisschen angedierter, dann ist es schöner zum Rechen und vor allem in der Mittagszeit morgen haben wir 37 Grad, da wird es erst richtig lustig. Dann gehen wir es an, eine Spur hat der Traktor oder Schlung. Und den Rest schlag ich auch. Ja, langsam komme ich voran. Das Gras hat jetzt für mich den perfekten Zustand. Jetzt sind alle Rechen, du hast noch so Grünteile, aber noch nicht ganz zu trocken. Weil wenn es gar zu trocken ist, dann hast du einen Riss, dann hast du diese ganzen Wurzeln, dann ist da bei den Rechen auch wieder schwerer, so passt es mir super. Natürlich kommt man ein bisschen in Schwitzen, aber wenn ich miert werde, dann schaue ich einfach da auf die andere Seite rum, zu den Bergbauern und denke mir, Alter, die rechnen noch hektarweise aber jeden Sommer. Na, weil ich wohl 2 Jahre da mein Biechel lade, der Klaum da. Irgendwie ist es eh sogar lustig, also gleich schön gemütlich. Und es gibt ja nichts Schöneres, es wäre frisch auch groß in den Rohren, gell? Schon schön, gell? Jetzt sind wir fertig, der Rest ist eine gemahnte Wiesen. Und nun klösche man Eiskaffee ein. Der Wind hat wunderschön getrocknet. Und jetzt an putz meinen letzten Rest noch geschwind zusammen. Wolkenloser Himmel und die Sonne, die brennt. Das ist eine Zeit, die jeder Bauer gut kennt. Wow, wow. Ich bin heute voll stabig und mir juckt's überall. Die Augen, die sind zugeschwollen und die Nasen ist voll. Wow, wow. Und das Leibel ist voll Schweiß, weil es ist halt doch recht heiß. Und die Kinder haben auch Freit. Es ist heiger Zeit. Atemlos, da in den
und die anderen Boden gehen. Atemlos Heistock bauen, mei, des Heigen ist ein Traum. Atemlos Lunge sticht, weil des Hei fliegt mir ins Gesicht. Atemlos schwindelfrei, für ein Schippe frisches Hei. Heute heig ma ewig 20 vor der Gent noch, weil das Hei ist ja a so schön dir. Ich stopf immer weiter eine unter Stolloch, keine Zeit für Jausen oder a Bier. Und das Wichtigste ist natürlich, dass es den Kirn schmeckt. Ja, wenn man mal gerade Testverkostung, normalerweise ist es ja die Jause für den Winter. Jetzt bin ich mir dann einmal in Ober und sie sind alle begeistert. Ja, das gefällt dem Bauer, wenn die Kühe eine tigern. Ja, weil wie heißt so schön, schmeckt die Kühe, dann schmeckt es auch mir. Ich bin jedenfalls fertig mit der Heigerei. Ich hoffe jetzt, dass es die nächsten Wochen hier und da mal regnet, dass es nicht allzu trocken bleibt, dass wir einen schönen zweiten Schnitt haben. Ja, dass wir ein gutes Geräumet haben. Weil das haben sie noch lieber. Und ich sag da einmal, hat mich gefreut, dass du zugeschaut habt. Pfiat euch!